Ob gekocht, gefärbt oder ausgepustet, zu Ostern steigt der Eierverbrauch stark an und man sollte wirklich wissen, mit welchen Eiern man es zu tun hat. Wer Eier von glücklichen Hühnern bevorzugt und auch nach Ostern noch bunte Eier essen möchte, der sollte einige Tipps beherzigen. Und die gibt's heute im Obst- und Gemüsetipp. Ich nehme Sie gleich mit, liebe Zuschauer, in unsere Küche, denn hier wartet er schon, der gute Peter Zenz. Hallo, schön, hallo, dass du heute Martin wieder bei uns bist. Und man muss sich wirklich einen Moment Zeit nehmen und das mal genießen hier, das, ja, was du hier wieder aufgebaut hast. Es ist der Wahnsinn. Heute dreht sich nicht nur alles rund ums Ei, sondern natürlich auch rund um den Frühling. Wir werden gleich ein wenig in die Botanik einsteigen. Vorher fangen wir an mit ein wenig klassischem Brauchtum bei uns in der Region. Kranzbasteln gehört da wirklich ganz stark mit dazu, oder? Ja, genau, so ein Osterkranz, genau wie ein Adventskranz, hört eigentlich dazu. Und ich habe einfach mal auch Werkzeug mitgemacht, denn das Ganze zu machen, kann jeder selber schnell zu Hause. Das wichtigste Utensil dafür ist hier so eine Klebepistole, mit der man an den Start gehen sollte. Und als Grundlage dafür braucht man auch nichts Wichtiges selber basteln, sondern gibt es überall schöne Kränze, einfach Buchskränze. Oder ich habe da auch so mal mitgebracht, so Naturkränze mit Moos und Zweigen. Irgendwie, was einem gefällt, aus Gehölz oder mit Grün, da gibt es eine Vielzahl an Varianten. Da soll man sich was Schönes holen und dann braucht man einfach Utensilien, wie man sie gerade mag. Ich habe jetzt einfach mal zum Beispiel bei uns Wachteleier mitgebracht, genau, ja, gleich ganz spannend, oder kleine Holzscheiben, einfach so Sachen, die man dann an den Kranz dran machen mag und wie gesagt, einfach die Klebepistole nehmen und dann kann das ganz schnell gemacht werden. Man gibt ein bisschen Klebstoff auf das Ei selber drauf, drückt das dann in den Kranz rein und dann hält man es im Moment fertig. Wir können also ein bisschen basteln währenddessen. Woher, weißt du, woher dieser Brauch eigentlich kommt? Oder warum das so verbreitet ist bei uns? Ja, die Bräuche überhaupt haben ja immer was damit zu tun, dass das Osterfest so das Fest des Lebens ist. Im Christentum eben das Fest der Auferstehung, deshalb eben auch das Ei. Und der Kranz ist eben auch dieses, das Runde, das Vollkommene. Und auch der Kranz mit dem frischen Grün signalisiert eben auch das Leben. Und deshalb kommt auch der Name Ostern, denn Ostern kommt aus diesem Altgermanischen, vom Osten abgeleitet, weil im Osten die Sonne aufgeht und deshalb ist eben Ostern das Fest des Lebens, des Frühlings und da hören eben auch Sachen zu, wie die Eier und die frischen Sachen des Frühlings. Genau, da kommen wir natürlich gleich noch zu. Jetzt gibt es in anderen Ländern ganz kuriose und außergewöhnliche Bräuche, die man bei uns so gar nicht kennt. Ich glaube, in Schweden und in Russland ist es so, dass die Eier durchweg rot gefärbt werden. Ja, es soll auch an das Blut erinnern, Blut, genau, Christi, genau. Fallen dir da noch irgendwelche anderen kuriosen Dinge, ja, ein? Ja, es ist in Osteuropa so ganz komische Sachen, wo dann die Mädels, die werden dann mit Wasser besprengt und mit so einer selbstgebastelten kleinen Rute so seicht verhauen. Das soll dann für die Schönheit des nächsten Jahres sorgen und die Mädels dürfen sich aber Gott sei Dank auch rächen und können dann am nächsten Tag ihrem Geliebten dann einmal Wasser über den Kopf schütten, was dann ihn auch irgendwie hübsch und frisch halten soll fürs nächste Jahr. Sind wir froh, dass es hier nicht ganz so verrückt ist. Ich wollte gerade sagen, das und wir einfach ganz nett so Eier basteln, Eier malen können. Und typisches Spiel für Kinder ist auch eben, dass man die bunten Eier nimmt und jeder nimmt ein Ei und versucht, das andere des Gegners sozusagen zu zerstören. So ein Eierdappen. Und in den religiöseren Ländern wie Italien, da sind so Osterprozessionen auch absoluter Brauch, wo man dann durch die Straßen zieht und festlich geschmückt eben durch die Straßen zieht und das Fest feiert. Ja. Du als Arabe, du weißt ja auch wirklich Bescheid, was solche Dinge angeht. Woher kommt das eigentlich mit dem Ei? Warum färben und pusten wir eigentlich jedes Jahr aufs Neue die Eier aus? Also warum jetzt nicht irgendwie, irgendwas anderes? Warum geht es immer um das Ei? Ja, das Ei ist ja sowieso immer so ein Ding, wo man sagt, was ist zuerst, das Huhn oder das Ei? Und das Ei ist einfach ein Symbol für Leben, weil aus so einem kleinen Ei schlüpft das Küken, kommt neues Leben hervor. Und vor allen Dingen, wenn man überlegt, die Bräuche sind ja nicht neu, sondern waren auch früher schon da. Und die Leute mussten ja irgendwas nehmen, was sie hatten. Und was hatte man im Frühling? Die ersten blühenden Zweige. Man hatte, daraus hat man Kränze gebastelt und man hatte früher überall so ein paar Hühner laufen. Und da gab es ja nicht die Schokoladeneier vielleicht zum Verschenken. Also hat man die Eier genommen, die es immer gab und hat sie irgendwie spannender gemacht und gefärbt. Und du hältst es jetzt gerade so schön hoch. Ja. Es ist ja nicht nur wunderschön weiß, sondern man erkennt auch direkt diese Ziffer, eine Mischung aus Zahlen und Buchstaben. Genau. Das zeigt mir dann tatsächlich, mit welchem Ei ich zu tun habe, also woher es auch kommt, weil da legen natürlich hoffentlich die Mehrheit der Menschen Wert drauf, dass es eben von glücklichen Hühnern kommt. Genau, ja, ist sozusagen der Personalausweis des Eis, wo eben in dem Code
man nachvollziehen kann, wo das Ei herkommt. Die erste Ziffer ist die Haltungsform. Eins wäre Käfighaltung, zwei ist Bodenhaltung, wo die Hühner ja eben frei auf dem Boden rumlaufen können. Drei ist dann Freiland und vier ist Ökohaltung. Und dann kommt vor allen Dingen das DE, worauf man besonders achten sollte, dass eben die Eier gerade jetzt zu Ostern nicht irgendwo herangekarrt werden und schon Wochen alt sind, sondern am besten frisch vom Bauern um die Ecke kommen. Und spätestens dann, wenn man es nicht dort holen kann, sollte man auf das DE achten, dass sie aus Deutschland kommen. Und dann gibt es ganz viele Zahlen hinterher, die kennzeichnen die Betriebsnummer. Heißt also, wenn einem irgendwie mal, warum auch immer, das Ei gar nicht gut bekommen ist, dann kann man eben auch nachvollziehen, wo es herkam. Ach, eine tolle Sache, wirklich. Mhm. Wollen wir von den Eiern mal ein wenig in die Botanik einsteigen. Ja. Viele nutzen natürlich jetzt die Ostertage, auch wenn das Wetter hoffentlich gut wird, um ein wenig den Garten aufzumotzen. Was kann denn jetzt eigentlich schon ins Beet oder vielleicht auch in den, ja, in den Blumenkasten, und was muss noch bitte drin bleiben? Ja, man hat ja richtig Lust jetzt, wenn die Sonne scheint, richtig mal auch was zu dekorieren und die Terrasse schön zu machen. Allerdings ist es ja doch nachts relativ kalt, und das ist so ein bisschen die Krux, was nimmt man schon und was möchte man nicht mehr sehen. Also ganz sicher sind natürlich ganz passend zu Ostern die Narzissen, Osterglocken, Tulpen, Hyazinthen, wo es noch ein paar von gibt jetzt, wo die Zeit aber langsam schon endet, weil wenn die warmen Tage kommen, die natürlich auch schnell verblüht sind. Mhm. Bei uns auf dem Gertrudenhof gibt es auch schon den ganzen Innenhof blühend in Farben mit den verschiedenen Beet- und Balkon. Ich habe hier unten vor der Küchentheke auch da schon mal eine Auswahl mitgenommen. Da sollte man darauf achten, dass die Pflanzen dann doch möglichst feste, dicke Blätter haben, weil die ganzen weichen Pflanzen eben noch frostempfindlicher oder noch kälteempfindlicher sind. Wir hoffen mal, dass es nicht mehr Nachtfröste gibt, weil das schaffen die meisten überhaupt nicht. Ja, und da muss man so ein bisschen hoffen und beten. Und vielleicht nimmt man auch mal einfach so einen gepflanzten Korb, den man schon mal auf den Balkon setzt, oder nimmt eine Pflanze, die im Topf ist. Die kann man dann, wenn es dann doch noch mal eine kühle Nacht gibt, auch mal reinholen. Passend zum Thema, gibt es bei euch auf dem Hof ja auch was ganz Neues, ne? Erzähl mal kurz, was habt ihr da? Wir haben jetzt diese Woche unsere neue Floristikwerkstatt eröffnet, also das neue kreative Zuhause unserer Hoffloristinnen, wo es dann also auch eine riesengroße Auswahl an frischen Blumen gibt, wo man sich dann selber auch Sträuße, Kränze binden lassen kann, so wie man es gerne dann hätte, und auch Zimmerpflanzen da sind. Also wird es also noch bunter auf dem Hof. Ja, ist der Blick in den Innenhof, ich habe es gerade schon gesagt, der ganze Hof blüht, und da gibt es eigentlich auch für jeden was zu holen und zu pflanzen. Hier sieht man den Lavendel. Auch das ist was, was einfach jetzt schon schön ins Beet kommt. Und im Hintergrund Hoppelhausen, unsere Hasenstadt, was natürlich ein absolutes Osterhighlight ist für die Kinder, die dann auch mal den Osterhasen besuchen können und füttern können, die Hasen. Und das ist sicherlich auch ein schöner Ausflug dann fürs Wochenende jetzt zu Ostern. Eben, also du hast gerade schon angesprochen, Hoppelhausen sollte man sich nicht entgehen lassen über die Feiertage. Ansonsten, warum sollte man unbedingt vorbeikommen? Also ihr seid komplett offen, oder ja. Sagt ihr auch mal, nee, jetzt sind die Türen zu? Wann seid ihr für der Spielbereich ist immer bis 18 Uhr offen, der Laden immer nur von 10 bis 15 Uhr, und frischer Spargel ist da. Unsere Tulpenfelder blühen, auch das ist ja ein schöner Spaziergang, wenn man einen kleinen Spaziergang macht, die Tulpenfelder sieht, und die Kinder können was spielen, Tiere streicheln. Ich denke, für jeden was dabei. Es lohnt sich auf jeden Fall. Unser Kranz ist auch fertig, den können wir noch mal ganz kurz anheben. Man sieht, ein Mädchen hat mitgemacht, er ist ein wenig rosa geraten. Mir gefällt er so gut. Sollen wir zum Abschluss noch mal schnell kicken? Ja, machen wir auf jeden Fall. Wir haben eben angesprochen. Einmal kurz gucken, wer hier gewinnen würde. Peter. Und ich habe gewonnen, ein Traum. Liebe Zuschauer, alle Infos gibt es wie immer unter www.gertrudenhof.info, und wir sehen uns gleich noch mal wieder. Super. So, und wir essen jetzt unsere Eier hier auf, gemeinsam mit Peter Zenz, liebe Zuschauer. Und Sie sehen wir hoffentlich nächste Woche wieder. Pünktlich am Dienstag um 18.30 Uhr geht es hier bei uns im Studio wieder rund. Bis dahin lohnt sich das Reinschauen hier bei uns auf Center TV, aber auch auf jeden Fall. Denn an Karfreitag sowie am Ostersamstag und Sonntag übertragen wir live die Gottesdienste aus dem Kölner Dom. Und am Samstag sehen Sie dann um 14 Uhr noch die Premiere des Kindermusicals Pünktchen und Anton Obkölsch. Das sollten Sie nicht verpassen. Dazwischen erwarten Sie natürlich jede Menge Stadtgespräche, die Nachrichten, die Region, Konzerte, all das und noch viel mehr. Langeweile kommt hier bei Ihrem Lieblingssender auf Center TV wirklich nicht auf. Wir wünschen Ihnen frohe Ostertage, genießen Sie die freie Zeit, und hoffentlich sehen wir uns dann am Dienstag wieder. Bis dahin, machen Sie es gut, und wir essen jetzt die Eier. Genau. Tschüss. Frohe Ostern dir auch schon mal.